Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, dem Server Draro Rollenspiel Let's Play. Ja, wir werden ab und zu Rollenspiel machen mit einer Fraktion. Das sind die Kelten, habe ich so ausgesucht. Andere waren auch okay. Für andere war es auch okay, dass wir die Kelten nehmen. Das ein besonderes Volk ist, weil die Kelten haben ja, sehr weit erobert, also bis auf in die Schweiz. Also sie sind ja von Schottland irgendwo oben, haben alles erobert nach den Römern. Und deshalb ist die Stadt Basel auch eine keltische Stadt sozusagen. Es gibt viele Sachen, die einfach keltisch sind. Und ja, ich finde es einfach interessant, ein sehr interessantes Volk. Deshalb haben wir das mal gewählt. Wir werden sicher danach Fraktionen wechseln und so weiter. Das Fraktionssystem geht leider momentan noch nicht so gut. Also es hat einfach mit der 1.12 mit Mods ein bisschen Probleme. Aber gut, das werden wir dann einstellen, dass wir dann auch Fraktionen sind. Und wir nehmen die Farbe grün, weil die Kelten so ein bisschen olivgrün so irgendwas waren. Und in diesem Let's Play werden wir einfach so ein bisschen die Geschichte von den Kelten durchmachen. Ja, ein Dorf gründen vor allem mal und dann noch eine Stadt und so weiter. Und andere Fraktionen werden sich auch etwas ein bisschen dagegen haben. Eher. Ja, werden wir schauen. Und ihr seid herzlich eingeladen, auch auf den Server zu kommen. Ein Modpack müsst ihr runterladen. Danach müsst ihr am besten Multicraft runterladen und dort die Instanz mit einer Chart-Datei, die ihr runtergeladen habt, also die Mod-Chart-Datei, dann dort aktivieren. So, wir sind hier in der Farmwelt. Wir gehen gleich rüber dann in die echte Welt. Es ist jetzt nicht gerade so schön wie die vorherige Welt, aber die mussten wir einfach entfernen, weil es, weil wir noch den Underground Biomes Mod drin hatten und der macht einfach Probleme mit dem Server. Deshalb haben wir ihn rausgekickt. Ist schon ein cooler Mod, aber wir haben noch andere Steine. Also, er ist nicht so nötig gewesen. So. Okay, da haben wir schon mal Fleisch und Leder scheinbar. Da muss irgendwo ein Wolf in der Nähe sein. Ich finde einfach das Modpack echt gut gelungen. Also, da haben sehr viele dran gearbeitet. Aber es ist relativ mein Modpack. Also, dieses Modpack gibt es nirgendwo. Das ist jetzt gerade rausgekommen von uns. Und es gibt vor allem viele Baumods, viele RPG-Mods und so Waffen- und Rüstungsmods und so weiter. Und ja, wir suchen gerade eine Höhle. Weil wir brauchen ja Stein und alles Mögliche. Aber ja, wegen dem World Generator tut es natürlich nicht so viel spawnen. Okay, ein Wildschwein. Ich will nicht zum Wildschwein. Die Wildschweine sind sehr böse. Volles Pfund aufs Mal. Gehen wir Wildschweine haben. Das ist ein Gothic 3 Feeling. Jo. Genau. Also für alle, die es noch nicht kennen, wir machen jetzt ein Rollenspiel-Server. Also haben wir schon gemacht natürlich. Und der ist eigentlich für alle Zuschauer und ja, vor allem Zuschauer natürlich offen. Es ist ein Community-Server von mir und dem lieben XKRules LP, dem Techniker. So, wir brauchen eine Holzspitzhacke natürlich zuerst. Das ist nicht so wie im Singleplayer, wo man Kisten hat, also eine Spawn-Kiste hat, wo meistens eine Axt oder eine Spitzhacke drin ist. Ja gut, bauen wir hier erstmal ein bisschen Kohle ab, genau, damit wir gleich mal etwas haben zum Fleischbraten. Wir haben leider nur zwei Fleisch, aber gut, ist auch nicht so schlimm. Oh Gott, es gibt Steinstürze. Seit wann das? Was ist denn das? Das ist ein Bug. Ich sterbe. Nein, das ist eine Pflanze. Irgendwo ist eine Pflanze oder so. Ich sterbe ja. Okay. Was könnte das sein? Ein Fluch? Ne, hier sind Pflanzen. Es gibt nämlich dieses Ding.
Dungeon Tactics und die haben Pflanzen und so weiter. Und das ist wahrscheinlich irgendwo eine Pflanze, die uns das macht. Ah, dort ist ein Vieh. Das ist ein Vieh, das wahrscheinlich so zaubern kann. Und das griff uns an. Okay, gut, haben wir überlebt. Also es ist momentan nicht so schlimm. Jetzt haben wir Kirschen. Wo haben wir Kirschen? Ah. Genau, ich habe ja vorher noch in dem Ding eine Testaufnahme gehabt in der normalen Welt. Aber der Eintritt in die Farmwelt war ein bisschen problematisch, deshalb habe ich nochmal gestartet. So, wir haben hier noch ein paar. Quinoa, cool. Also passt auf die komischen Frösche auf. Die sind schlimm. Puh, ich bin voll aus der Puste. Also direkt mal kurz eine Steinspitzhacke machen. Dann weiter laufen zu einer anderen Höhle oder so. Wir können hier nochmal Kohle abbauen. Und ja, der Wolf ist böse. Ich glaube, der ist böse. Auf jeden Fall bin ich natürlich auch ein bisschen ratlos, weil es natürlich auch viele neue Sachen. Ich kenne die Mods überhaupt noch nicht. Also viele Mods. Ja, es ist eine gefährliche Region, sehe ich gerade. Noch mal so ein bisschen heilen. Gut. Wir sind zwar Kelten, also richtige Berserker und so Sachen. Cairns heißen, glaube ich, die Truppen laut Rumtotal War. Ich habe jetzt erst kürzlich im Rumtotal War wieder ein bisschen angefangen, weil, ja, es ist einfach immer noch das beste Total War. Und ja, ich finde es einfach geil, das Game, wegen den Berserkern. In anderen Total Wars gibt es, glaube ich, nicht mehr Berserker. Und die machen natürlich schon echt viel kaputt. Ich finde geil, wie die Gegner einfach durch die Luft geschleudert werden und so weiter. Ja, und deshalb möchte ich natürlich die Kelten hier auch machen. Das war eigentlich der Hauptgrund, wieso ich auf die Kelten kam. Ich hätte gerne die Cowboys, Indianer oder so gemacht, aber das können wir auch machen. Ist es doch klar, wir machen alle Fraktionen. Ja. Also, was wollen wir machen? Also jetzt müssen wir eigentlich langsam fighten, hä? Wir müssen kämpfen gegen die Scheusale dieser Farmwelt, die Monsters. Ein paar Pilze sammeln, das sind Terraria-Pilze scheinbar. Young Mesh Mushrooms. Wir brauchen Fackeln. Aber wir haben gar nicht so viel Dingsbungs. Weihkohl, okay. Ein Weihkohl. Ich weiß, dass das S, das Doppel-S nicht geht in Minecraft. Naja, geht's noch. Ei. Aber das tönt einfach gut. Weihkohl. Ich hab Weihkohl gefunden. Oh. So, wir machen jetzt einfach, ja, so viel wir Platz haben. Und, schauen, dass wir nicht sterben. Hä? Das ist vor allem etwas, was ich nicht möchte. Wir wollen doch leben, wir wollen doch ein langes Let's Play machen. Ja, es wäre schon cool, wenn wir einen Hardcore selber machen würden. Mit Airfire. Aber, ja, ihr seht es. Es ist schon schwer genug, weil die Monster haben viel mehr Leben. Eigentlich auch viel mehr Angriff. Aber ja, das ist so eine Sache. Wegen Dungeon Tactics vor allem sind die Monster schon schwerer. Ja, aber wir finden kein Eisen, also wir kommen jetzt noch nicht so fortschrittlich weiter. Wir müssen da irgendwie noch an Eisen kommen. Gut, dass die Bienen keinen Schaden mehr machen, weil diese Bienenwaffen von Forestry, ja, die haben früher immer Schaden gemacht. Wenn man in der Nähe war. Ja gut. Aber die Höhen sind nicht so interessant. Also da müsst ihr vielleicht eher ein bisschen buddeln. Ich mache das jetzt wegen dem Let's Play zuliebe nicht. So, Kohle haben wir eigentlich schon relativ gut.
Ja, ich schaue, dass ich auch relativ viel Rollenspiel mache, also dass ich schon mit euch rede, aber natürlich auch ein bisschen Rollenspiel typisch spiele, nicht gerade so extrem profihaft. Also, es wird Nacht. Ja, wir müssen einen Unterschlupf finden. Sterben möchte ich nicht. Das habe ich euch schon ein paar Mal gesagt. Ich bin hier alleine. Leider. Oh, ein Creeper. Wow. Ich hasse Creeper. Ich bin doch ein Kälte. Die bekommen sonst Erkältung. Ja, das ist auch ein Problem gerade bei mir. Ich habe wieder eine Erkältung. Gut, dass es keine Grippe war. Aber ja. Dass man einfach wieder krank wird wegen dem Wetter. Das Wetter ist jetzt wieder sonnig, aber das ist genau das, was im Winter blöde ist, weil in sonnigen Tagen immer sehr kalt ist. Und ich bin dann natürlich sehr viel draußen. Jetzt so als Barbar, wir können das ein Barbaren. Ja, ich muss ein Skin wechseln. Ich muss ein Skin eindeutig wechseln. Ich muss ein keltischer Barbar werden. Genau, das mache ich dann noch heute. So, ein Zombie, ja, der könnte vielleicht einen Eisenbahn droppen, aber das ist ja so selten bei den Zombies. Jo, ihr seht es, ich habe so eine Art Mod mit Beleuchtung. Ich weiß noch nicht mehr, wie er heißt. Es ist noch nicht Optifine. Also, es gibt viel mehr Leuchtoptionen. Ihr seht manchmal, zum Beispiel die Lava leuchtet jetzt mehr. Was ist das da oben? Habt ihr das gesehen? Da oben war irgendwas. Sah wie eine Fackel aus. Da auch. Ah, das sind Partikel. Okay. Das sind einfach so Staubpartikel. Ja, klar. Das Lava zischt jetzt richtig, wenn es in die Lava kommt. Also, was machen wir? Wir gehen, glaube ich, da drüben. Ah ja, ein Boot könnten wir machen. Und dann sind wir ein bisschen geschützt. Aber Boote fahren ist halt ein bisschen langweilig. Ich will jetzt lieber noch ein bisschen eine Höhle finden oder so. Gehen wir einfach dort rüber. Machen kurz ein Boot. Und tuckern dort rüber. So. Ich hoffe, hier hat es nicht viele Monster. Aber was wir nicht finden, ist Eisen. Also eigentlich müsste auch Eisen an der Oberfläche sein. Aber vor allem Kupfer. Na gut, also das ist einfach jetzt ein holpriger Start. Wegen schlechten, ja, Spawn-Verhältnisse von der Farmwelt, glaube ich. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ist das ein Mycel? Okay, ein Mycelium. Nice! Wow! Ich habe Mycel gefunden. Im Vanilla hatten wir ja nie eine Farmwelt, also ein Pilzbiom gefunden. Hatten wir auch nicht so eine interessante Farmwelt. Und sind deshalb, ich finde die großen Bäume immer so schön hübsch. Raus. Mit rechts zurück, genau. Ja. Erde hin platzieren. Boah. Ah, nein, nicht. Nein, nicht weg. So, weg damit. Blöder Wecker. Ich wollte doch noch aufstehen. Jetzt bin ich schon zu früh aufgestanden. Ja, es ist noch morgen früh. Also so 10 Uhr ungefähr. Ja. Und? Nichts gedacht. Okay. Du. Der Wecker, der schellt. Blöderweise. Im Part drin. Ja, ich bin sehr motiviert, ihr merkt es wahrscheinlich. Ein Apfel brauche ich jetzt. Und ja, die Kirschen haben wir halt geworfen. Ich brauche nicht so viele Kirschen, die droppen sowieso viel zu viel. Wenn man einen Baum fällt, hat man schon einen halben Stack. So. Ich bin nicht mega aggressiv. Weg damit da, die blöden Skelette. Also. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wollen wir diese Sachen? Sachen machen sollen. Ja, abhauen. Es sind zu viele Monster momentan hier. Oh, ich habe einen Lootbag bekommen, okay.
sie es nicht so sehen. Ja, das Boot haben wir nicht mitgenommen. Gehen wir einfach hier. Nicht gerade in den Wald rein. Merkt ihr irgendwie, sind die Monster ganz anders? Wie aggressiv. Sie gerade zu uns. Egal. Echt in die Sonne so. Ja, gut. Dann gehen wir halt in die Richtung. Ja, der Wald ist gefährlich. Eieiei, da ist der Reis. Eine Spinne. Ja, dann mache ich nochmals ein Boot. Ich bin jetzt sowieso schon ein bisschen weiter weg von der Spawnfarm, damit andere Leute hier auch besser farmen können. Und ja, Reis brauchen wir nicht. Reis ist eine Sache, ja, die halt einfach kompliziert ist. Auch am besten nicht Harvestkraft-Sachen am Anfang. Oder eben nur Punches oder so, also ja, Punch. Fruchtsäfte, so Fruchtgetränk, warmes Fruchtgetränk. Und ja, einfach Saft. Zum Beispiel Blaubeersaft oder so, Schwarzbeersaft. Mal gucken, was wir machen. Aber wir sind ja Kelten und Kelten ernähren sich von Fisch und Fleisch. Ja. Aber wir haben Animania drin und das heißt, es ist ein bisschen schwieriger, Tiere zu züchten. Aber komm, wir machen so einen Schlachthof. Nee, eigentlich bin ich ja für die Natur. Ich bin ein Veganer. Kälte. Mit Erkältung. Genau. Nein. Ich bin nicht vegan, aber ich schaue, dass ich nicht viel Fleisch esse. Genau. So, und wir haben... Wir sind irgendwie nordisch, also es gibt nur wenig Morgenlicht. Was ist für Zeit? 19.21 Uhr, okay, Abendlicht. Aber jetzt kommt gerade nichts. Was ist denn das? Hamster, okay. Kannst kaum lesen wegen dem verpixelten Zeug. Wir gehen jetzt mal hier hin. Ja? Also genau in die Richtung. Das ist das Osten. Okay. Wir gehen nach Osten. Zu den Japsen. Ja, ich wollte ja auch Samurai, also Ninja. Ninja-Volk machen. Und. Hä? Es ist 19.55 Uhr und die Sonne geht auf. Ja, es stimmt. Wir haben so ein bisschen servertechnische Probleme. Also, es ist irgendwie wegen diesem Mod, Stellar Sky. Dass es einfach jetzt morgen ist und da oben steht, ja, das ist Nacht. Das muss ich dem Techniker noch sagen. Also, er hat es gestern schon ein bisschen eingestellt, aber scheinbar noch nicht so richtig eingestellt. Dass es jetzt einfach morgen ist und da oben steht halt Mitternacht. Aha, es steht sowieso Daytime. Ja, gut. Verwirrend. Aber einen Wassertempel haben wir gefunden. Und, oh, sehr interessant hier. Sehr viel Wasser. aufpassen auf Haie, die sind sehr gefährlich. Auf Wildschweine. Und eben auf diese Zauberviecher. Diese, komischen Goblins. Reptilien. Okay, leider auch wieder nur eine Insel, sind wir auf der Minimap. Aber jetzt haben wir ein schönes, normales Biom. Einen Wald. Ja, das ist ein tiefer Ozean sogar und jetzt kommt ein Wald. So, da haben wir es gefunden. Diese Blumen stechen so raus, schwarzer Lotus. Ob die ja, gut sind, ich weiß es noch nicht. Die sind wahrscheinlich schon ein bisschen. Also wir gehen mal hier rüber und machen mal einen Waypoint. Und wir werden einfach ab hier farmen immer. Damit wir nicht an das Spawn für normale Leute bleiben. Wir machen normale Leute, die können nicht abbauen. Bis sie dann einfach freigeschalten wurden. Einfach als Schutz. Ihr dürft jederzeit dann freigeschalten werden.
Und ja. Einfach als Schutzmaßnahme. Ich bin eigentlich immer wieder auf dem Server und der Techniker auch. Sonst einfach bei Discord. Auf dem Discord-Server. Die haben gleich mal Angst vor mir. Wenn ihr angreift, kommt ihr aufs Dach. Ja, sonst nicht so schlimm. Ein Tier töte, aber wenn ihr mich angreift, dann habt ihr keine Chance. Einfach keine Chance. Noch mehr Wölfe. Gehen wir weg. Wir lassen die Wölfe nicht aussterben. Aber der muss weg wegen dem Fleisch. Ja, es ist ein bisschen schwer zu treffen. Die Gegner können auch ein bisschen besser treffen. Aber die Muskatnuss. Also der Baum. Ja, sie sind noch nicht reif. Aber sie sind in der Nähe von diesem Spot. Gut. Okay. Da haben wir auch noch einen Fruchtbaum. Überall sind Fruchtbäume. Okay. Sauersup. Keine Ahnung, was das für eine Pflanze ist. Avocado. Sehr schön. Ja, jetzt müssen wir uns unbedingt runtergraben, weil wir finden hier auch noch keine Höhle. So graben wir uns mal hier. Ja, am besten am Waypoint. Hä? Hab jetzt keinen Waypoint mehr. Okay, dann mache ich ihn hier. Ich habe vergessen, wenn wir. Doch, der Farmspot. Aber 600 Meter? Das ist schon 600 Meter. Hier auf der Minimap ist er nicht. Das ist doch Shuni-Map, oder? Das ist Shuni-Map. Hä, ist der falsch platziert? Hier drüben? Okay, dann habe ich einen falschen, also. Irgendwie ist es ein bisschen verbockt, habe ich das Gefühl. Ah, jetzt ist es aber hier. Okay, dann gehen wir in die Schlucht hier runter. Oh, das ist nicht gerade stabil. Irgendein Sand. Ah, es ist Sandstone drunten. Ja, wie kommen wir jetzt da runter oder was? Da drüben. Wir graben uns trotzdem hier. Ich mach mal hier den Farmspot. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich da. Aber richtig schreiben trage. Ja, weil es da dunkelblau war, sah man das nicht so. Jetzt graben wir uns hier rein. Am besten. Ich glaube so am. Fluss, dass es nicht runter fließt. So, dann schauen wir mal kurz. Ach komm. Ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ah, war ein interessanter erster Part. Finde ich wirklich toll, dass es ziemlich gut klappt, also mit dem Eisen. Wir sind nicht gestorben, obwohl wir viele Monster hatten. Kann jetzt momentan nichts tragen. Man ist relativ schnell halt voll, also am besten so schnell wie möglich ein Backpack machen. So viele Cherry Bombs. Wo habe ich so viele? Ja, die Bücher natürlich vom Start. Und machen wir mal das Reis weg. Ja. Okay. Die können wir schon abbauen, ja. Aber wir nehmen die noch nicht mit. Also Kupfer ist es nicht. Also es gibt leider viel Kupfer im Modpack, weil manche Mods natürlich schon Kupfer einbauen. Das ist glaube ich Forestry, denn das brauchen wir sowieso nicht, das Kupfer. Also momentan noch nicht. Forestry ist halt nur. Ah, endlich Eisen, ey. Oh, endlich. So. Okay. Was können wir noch rauswerfen? Wir brauchen das Eisen. Ja, die Seekwurm-Eggs, genau. Die droppen so viel, dass ihr die am besten einfach auf die Weide wirft.
also die lockere Erde für die Pflanzen. Genau. Jo, und dann schauen wir noch kurz zum Ende des Bades in die normale Welt. Hoffentlich nicht gefährlich. Nicht abstürzen. Minecraft, nicht abstürzen. Gut. Also, das ist der Spawn. Hier werden wir wahrscheinlich so eine Art Küstendorf machen. Ist jetzt nicht gerade das tollste Biom, Tundra. Aber hat ja was von Kelten. Wir werden in die Richtung explodieren. Hier ist ein Himalaya, also in die Richtung auch noch ein bisschen. Aber vor allem Himalaya, man sieht es leider nicht. Ich muss noch ein bisschen näher ran. Ist ein extrem hohes Gebirge. Dann ein Gletscher, das ist auch ein sehr hohes Gebirge. Und hier ist einfach so eine Insel mit Dingbiom, Waldbiom. Leider momentan generiert es. Ah, hier kommt schon die erste Himalaya-Gebirgskette zum Vorschein. Genau, das ist Himalaya. Das Biom heißt Himalaya. Jetzt machen wir noch kurz einen Berg hin. So. Aber der Turm könnte gefährlich sein. Also ihr seht's, ganz weit nach oben. Aber es geht noch ein bisschen mehr. Hier haben wir auch noch ein Schiff. Das Schiff habe ich mal also geschützt. Ich werde es einfach mal umfärben. Aber dafür brauchen wir grüne Wolle. Ja. Und dieses Schiff könnte auch von uns sein. Also, ist ja von uns Richtung. Also das ist Himalaya-Gebirge. Jo. Und das ist Gletscher. Also ihr seht, das ist weiß, also Schnee und das ist Eis. So, und ich zeige euch noch kurz, ich mache ein bisschen Überlänge, weil ab 30 Minuten die Parts viel länger brauchen zum Hochladen. Mache ich das nicht so gerne, Überlänge. Aber gut, wenn ihr noch dran bleibt, dann habt ihr natürlich noch einen Bonus und seht die Insel. Sonst halt im nächsten Part. So, und das ist meine Insel sozusagen. Hab's einfach... Ja, wegen dem Spawn schon mal entdeckt. Ich, was ihr seht, ich bin ein bisschen, habe ich schon erkundet, wegen dem Markieren von meinem Gebiet. Das ist wirklich am Spawn, dass wir am Spawn sozusagen sind und das Let's Play hier machen. Also, weil ich ja der Owner bin. Ich bin Owner, seht ihr. Ja, das ist ja mein Server. Aber es ist ja eigentlich auch dem Techniker sein Server, also sogar. Nur dem Techniker-Sensor. Okay, dann machen wir das im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Und viel Spaß noch mit weiteren Parts und den Livestreams. Immer ab 16 oder 17 Uhr. Sagen wir ab 16 Uhr ist besser. Bis dann. Tschüss.